In Stuttgart-Bad Cannstatt fand am Montag, dem 28. Oktober 2013, der Sporttalk Nummer 14 statt. Bei der von Valeska Homburg moderierten Podiumsdiskussion, die unter dem Titel Leuchttürme in der Landeshauptstadt stand, ging es um den Sport in Stuttgart. Trotz der Herbstferien kamen rund 200 Personen zu der Veranstaltung. Austragungsort war der große Kursaal in Stuttgart-Bad Cannstatt, der jahrelang renoviert wurde und nun in neuem Glanz erstrahlt. Das ist der Sporttalk in Stuttgart und es geht um den Sport in der Region Stuttgart. Was erwarten Sie sich heute von dem Sporttalk? Ja, was ich erwarte, ist bei der Besetzung und bei allen Leuten, die hier sind, dass ich noch einiges dazulerne, was Sport in der Landeshauptstadt bedeutet. Und zum anderen sind wir natürlich hier auch zu Hause in Cannstatt und Stuttgart. Und wir haben ja neben der Profifußballabteilung auch noch andere Abteilungen, für die das Thema natürlich auch hochinteressant ist. Stuttgart war ja mal Sportstadt und das muss man wieder versuchen hinzubekommen. Ein Höhepunkt war damals sicher die Leichtathletik-Weltmeisterschaft. Und wir haben jetzt immer wieder Events, die herausragenden Sport bieten in der Region. Aber so ein richtiges Highlight würde ich mir mal wieder wünschen. Das Motto ist so ein bisschen Wunsch und Wirklichkeit. Wo sind wir nach Ihrer Ansicht mehr in der Wirklichkeit oder im Wunsch? Wie groß ist die Differenz dazwischen für Sie? Ja, wir haben hervorragenden Sport in der Region in unterschiedlichsten Sportarten. Das ist ja nicht nur der Fußball, sondern das ist ja auch Basketball in Ludwigsburg und Handball zum Beispiel in Göppingen. Viele Sportarten haben hier eine Heimat und wird viel in der Bundesliga gespielt, auch im Volleyball zum Beispiel. Wir müssen einfach gucken, dass wir hier in die Region auch wieder sportliche Highlights bekommen, wie das eben mit der Tischtennis-EM zum Beispiel der Fall war. Oder auch im Turnen haben wir ja immer wieder tolle Veranstaltungen und da erwarte ich mir heute ein paar Akzente. Also ich gehe mal davon aus, dass unsere Sportbürgermeisterin sagen wird, wir fördern den Spitzensport wie den Leistungssport. Wir sind gut aufgestellt und ich hoffe und wünsche natürlich, dass unsere Sportvertreter auch entsprechend locken, also fordern. Wir sind ja im Moment dabei im Doppelhaushalt, wir sind bei allen Fraktionen jetzt durch und wir brauchen ganz dringend weitere Kunststraßenplätze, wir brauchen eine Sporthalle auf der Waldau und ich gehe davon aus, dass das heute Abend auch ein Thema sein wird. Zu Beginn des Abends gab es ein Grußwort von Monika Wüllner. Sie ist Mitglied des Regionalparlaments und stellvertretende Vorsitzende der Sportregion Stuttgart. Im Anschluss daran kamen vier Überraschungsgäste zu Wort. Interviewt wurden der BMX-Bundestrainer Simon Schierle sowie die Fahrer Luis Brettauer und Mike Bayer, beide Olympiastarter in London, sowie Julian Schmidt. Sag mal ein bisschen was zum Trainingsaufwand. Wie hoch ist euer Aufwand? Wie viele Stunden am Tag? Keiner, oder? Ja, wer will? Okay, also ein Profi wie Luis hat zwei Trainingseinheiten am Tag. Eine Trainingseinheit geht zwischen 2 und 4 Stunden. Also das heißt, wenn er mal einen richtig stressigen Tag hat, dann heißt das 8 Stunden Training am Tag. Okay, daneben kann man keinen Job mehr machen, oder? Nein, das heißt, daneben macht man nichts mehr außer BMX. Und ein bisschen Uni. Oh. Aber ja, aber das ist zum Glück so eine Sportuni, das geht nebenher. Okay. Also die Bahn, die gerade hier in Stuttgart steht, ist Sportspeicher unten im Keller drin. Also unten im Keller, sag mal so in Dimensionen, muss man sich so vorstellen wie hier oder wie viel Platz braucht ihr so im Keller? Oder wie sieht das so aus? Also richtige Weltcup-Bahn sind quasi 3 Fußballfelder groß und wir betreiben es hier quasi im Keller. Und der Keller ist wie groß ungefähr, dass man sich das vorstellen kann? Unten ist 70 Meter lang und 50 Meter breit. Danach folgte unter der Leitung von Valeska Homburg die Diskussion über Anspruch und Wirklichkeit des Sports in Stuttgart. Auf dem Podium saßen Stuttgarts Sportbürgermeisterin Dr. Susanne Eisenmann, der Sportchef der Stuttgarter Nachrichten Gunther Barner, Fred Stradinger, der Präsident des Sportkreises Stuttgart, Rainer Brechtgen, der Präsident des Deutschen Turnerbundes und Rolf Schneider, der Präsident der Sportvereinigung Feuerbach sowie Abteilungsleiter der Veranstaltungsgesellschaft in Stuttgart. Anfangs ging die Runde auf die Historie des Sports in Stuttgart und den Spitzensport ein. Ich würde gerne erstmal einmal einen Blick zurückwerfen, obwohl wir das immer tun, wenn man über Veranstaltungen in Stuttgart redet. Diese Leichtathletik-WM 93.
Wieso schwärmen immer noch alle so sehr über diese Leichtathletik-WM? Und sehen Sie das überhaupt auch so, das Podium? Wer möchte? Also, wenn ich anfangen darf. 93 war mit das Hammerhärteste, was ich hier je erlebt habe im Sport. Mich tragen die Emotionen eigentlich heute noch, wenn ich dran denke. Und im Moment läuft es mir wirklich irgendwie kalten Rücken runter. Das war einfach fantastisch. Ja, und diese Stadt hat gelebt. Wir haben damals wirklich die Nacht zum Tage gemacht. Wir haben auch als Zeitung da unglaublich, da haben die Stuttgarter Nachrichten richtig gebebt in diesen 10 Tagen, waren es glaube ich 9. Also das war einfach richtig cool. Ja. Und heute noch, wenn ich Kollegen treffe, die damals dabei waren, sagen die, du, warum macht ihr eigentlich nicht mal wieder sowas? Mhm. Warum ist Stuttgart eigentlich nach dieser Leichtathletik-WM ein bisschen eingeschlafen? Das finde ich ein hartes Wort. Aber wir konnten bei der WM 2006 ähnliche Dinge erleben. Aber mir passiert es in dieser Stadt eigentlich viel zu selten. Also es ist auch nicht so, dass wir keine internationale Top-Veranstaltung mehr haben. German Open Championships, die größte Breiten- und Profi-Tanz-Spektakel in Sommerferien, jährlich wiederkehrend, wo auch einen tollen Wert hat, überhaupt auch werbetechnisch, weil es im Ausland unheimlich auch vom Fernsehen übertragen wird. Wir haben im Tennis oben Weißenhof, wir haben so viele Veranstaltungen, die regelmäßig wiederkehren, die auch international top en vogue sind, international DDW-Pokal zum Beispiel. Das sind auch Sachen, die man nicht vergessen darf. Ich sollte mal aufhören zu jammern und sollte die Geschichte vom Kopf auf die Füße stellen. Mhm. Das Entscheidende sind die Athleten. Mhm. In allen Sportarten. Und die Athleten sind immer der Maßstab, um wahrgenommen zu werden, ist die Weltspitze. So, jetzt haben wir gerade von unseren BMX-Freunden gehört, was das dann Trainingsaufwand heißt, um sozusagen der Weltspitze zu sein. Ich kann es vom Turnen, haben wir parallele Strukturen. Der Turner muss am Tag 8 Stunden trainieren, um in der Weltspitze zu sein. Im weiteren Verlauf des Abends wurden dann über die infrastrukturellen Begebenheiten in der Landeshauptstadt diskutiert. Also wir tun hier in der Region unglaublich viel. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen besser werden im Verkaufen, im Darstellen dessen, was man tut und ein bisschen selbstbewusster damit umgehen. Dahingehend, wenn Sie mal die Bundesliga-Landschaft in allen Sportarten anschauen, einen großen Standortnachteil, nämlich dass wir keine Sparkasse haben in Stuttgart. Mhm. Die werden überall sehen, auf jedem Trikot, in welcher Sportart auch immer, taucht die Sparkasse auf. Wir haben keine Stadtsparkasse und wir haben auch die Problematik mit dem Energieversorger. Auch das sind die eigentlich die Bundesliga-Sportarten, auch die kleineren, hochhalten, bundesweit. Und da haben wir ein bisschen ein Problem, da sind bei allen Themen, wen gehe ich wann wo an, welches Konzept verkaufe ich, die Problematik, dass dieses hier in Stuttgart nicht vorhanden ist. Das ist zuerst mal jetzt auch eine Frage der Verbände zu sagen, wie sieht bei mir bundesweit angesichts der demografischen Entwicklung, des Rückgangs insgesamt und bei der hohen Belastung gibt es ja viele Alternativen, Geld zu verdienen, da gehe ich vielleicht nicht in Sport, dieses zu lösen und zu sagen, ich muss eine Infrastruktur schaffen, damit die besten Trainingsvoraussetzungen haben. Jetzt mache ich es mal beim BMX-Beispiel, weil Sie ja eine klare... Der war immer sehr hervorragend, wie er das gemacht hat. Da könnten wir einige brauchen, sozusagen in unseren Abteilungen, um das voranzubringen. Nicht schon wieder zum Turner. Wir nehmen gute Leute, ist da gar kein Problem. Nein, von der Statur würde das auch gut passen, wenn ihr jetzt, ich kann es jetzt bei BMX nicht sagen, wenn sozusagen innerhalb des deutschen Verbandes sozusagen eine Struktur geschaffen wird, wir haben so und so viel BMXler, so und so viel ist realistisch und da müssen wir die Besten zusammenführen und ein langfristig abgesicherter Schwerpunkt ist Stuttgart, dann haben Sie mich als Verbündeten zu sagen, dann müssen wir mit der Stadt, mit dem Land und mit dem Bund die Frage dieser einen Einrichtung, die Sie dringend brauchen zum Training, miteinander reden, als eine Einrichtung, Trainingseinrichtung des Olympiastützpunktes, so wie man jetzt die Maschmolli Schaufelhalle umgebaut hat oder bei uns ein Kunst- und Forum gebaut hat. Muss aber von den Verbänden klargelegt werden und dann müssen die Verbände auch den Mut haben, woanders Nein zu sagen. Das ist nämlich das große Problem. Auch sprachen die Gäste über die Zukunft des Sports in Stuttgart. Wenn man sich heute anschaut, was ein Event kostet, dann kann ich auch nur sagen, so wird es halt auf Dauer auch nicht weitergehen. Und eine Stadt wie Stuttgart, die finanziell hochsolide dasteht und ja tatsächlich auch im Hinblick auf ihre Finanzkraft immer so gewirtschaftet hat, dass wir uns sowas auch leisten können. Aber weder die Sportverwaltung, ich als Sportbürgermeisterin oder auch der Gemeinderat sind bereit, jeden Preis zu bezahlen.
Und die Preise für Sportevents haben inzwischen Kosten angenommen, die sind einfach absurd. Wir bewerben uns um die Veranstaltungen, wo wir glauben, dass wir zum einen, ich sagte es eingangs, uns international präsentieren können, wo wir eine Nachhaltigkeit in die Stadt, in die Region mit den Sportverbänden erreichen können, wo wir gerade auch, Herr Brechten sagt es eingangs, da darf man nicht vergessen, auch für den Breitensport eine Infrastruktur haben. Die kann ich Ihnen nur sagen, die suchen Sie sich mal in anderen Städten. Gehen Sie mal nach Gelsenkirchen und schauen sich dort die Infrastruktur an, neben Fußball. Nach der abschließenden Fragerunde wurde Rolf Schneider mit einer Torte überrascht. Hatte er doch an diesem Tag Geburtstag. Was konnten Sie mitnehmen heute aus dem Abend und wie hat es Ihnen gefallen? Ich glaube, es war ein sehr interessanter Abend für alle Sportinteressierten, egal ob Tennisveranstalter oder Fußballvereinsbosse oder auch Funktionäre. Ich glaube, eine tolle Institution, die Sportregion Stuttgart. Und ich glaube auch, dass Stuttgart eine Sportstadt ist und das auch von sehr vielen Aktivitäten sehr stark unterstützt wird. Ja, es hat mir heute Abend sehr gut gefallen. Ich habe festgestellt, dass überall in den Städten und Gemeinden die gleiche Diskussionen über Sport stattfinden. Und ja, das war jetzt hier in der Region Stuttgart und speziell in der Stadt Stuttgart auch so. Ja. Jetzt hatten Sie auch einen interessanten Dialog mit dem Herr Wahler vom VfB Stuttgart. Was erhoffen Sie sich daraus? Glauben Sie, da bahnt sich was an? Wie schätzen Sie es ein? Ja, schön wäre es, wenn sich was anbahnt. Ich habe ein Kärtchen vom Herrn Wahler und er ist zu Gesprächen bereit mit dem Frauenfußball von Sindelfingen. Ja. Und wir werden sehen, wie wir vielleicht in Zukunft kooperieren können. Vielleicht, ja, Imageverbesserung für den VfB. Wir werden das sehen. Ich hoffe, da lässt sich was erarbeiten. Und ich bin sehr froh, dass ich heute Abend hierher gekommen bin. Ja. Ja, ich bin der Lukas Hüsing aus Stuttgart. Ich schwimme für den VfL Sindelfingen. Momentan trainiere ich beim Rainer Telinski im Kader von Württemberg. Und mein größter sportlicher Erfolg war bis jetzt der 3. Platz bei der Deutschen Meisterschaft über 400 Lagen. Ja, letztes Jahr musste ich ein Jahr pausieren, weil ich pfeiferisches Drüsenfieber habe, aber habe jetzt wieder neu angegriffen und mal sehen halt, was jetzt in der Zukunft so kommt. Als sportliches Fernziel würde ich gerne bei der Universiade starten, 2015. Und da wollte ich dann mal hier vorbeikommen, weil es mich auch schon mal vorher interessiert hat, weil ich denke, es ist ganz cool, so mal mitzubekommen, wenn da ein paar Persönlichkeiten auf der Bühne stehen und mal so ein paar Themen diskutieren. Und es wurde ja viel thematisiert, also das Thema Großveranstaltungen in Stuttgart, dass es jetzt eigentlich gar nicht mehr der Fall war, sondern bis 2007, so mit der Turn-WM und Radsport-WM wurde ja gar nicht thematisiert zum Beispiel, aber dass es das halt gab. Und ja, ich finde es halt auch ein bisschen schade und dass es solche Groß-Events eigentlich in der Zukunft mehr geben sollte. Ich bin Annika Bruhn, bin Schwimmerin, bin 20 Jahre alt. Und meine sportlichen Ziele sind Rio 2016, Olympische Spiele. Ja. Welche Disziplin? Meine Hauptdisziplin ist 200 Freistil. Und wie ist die Konkurrenz? Ja, die Konkurrenz ist natürlich hoch und man wird sehen dann, was passiert, wenn es so weit ist. Heute war der Sporttalk, es ging hauptsächlich um Sport in Stuttgart. Jetzt ist ja dein Sport sehr international, aber trotzdem... wart ihr heute Abend da und habt euch das mal angehört, was so gesagt wurde. Gab es irgendwas, was ihr daraus mitnehmen konntet? Ja, über unsere Sportart wurde jetzt natürlich nicht so viel gesprochen, aber was ich daraus mitgenommen habe, ist einfach, dass man mehr sprechen sollte, auch untereinander, auch unter den Sportlern, auch zu ja, irgendwelchen Verbänden oder sowas und dass man da irgendwie die Kooperation besser aufrechterhält. Fortgesetzt wird die Talkreihe im Frühjahr 2014.